So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, im letzten Part haben wir erfahren, wie wir Colette retten können. Und ja, in dem Part wollen wir uns erstmal das benötigte Zirkonium holen, das wir in Cybank finden. Haben wir im letzten Part herausgefunden. Und ja, damit fangen wir an. Auf geht's. Und zwar zum Königlichen Forschungsinstitut müssen wir dafür. Und es ist hier gleich um die Ecke. Asabelle, bitte vergib mir. Oh, was? Ich habe gehört, dass ein 3 Meter großer Engel vom Himmel herabgestiegen ist und all jene verschlungen hat, die sich der Außerwelt in den Weg gestellt haben. 3 Meter groß? Verschlungen, dieses Mädchen mit dem Kruxgreifer verschlingt doch nicht einfach auch Menschen. Macht euch nicht lächerlich. Ich vertraue dem Außerwelt. Wirklich. Oh, schon gut. Das ist doch von dem Zirkonium da, das ihr von der Lazarino-Gesellschaft gekauft habt. Zirkonium? Ja, da ist doch etwas. Können wir das davon haben? Natürlich. Es befindet sich im nächsten Zimmer in der nächsten Tür. Überall liegen Bücher herum, aber ihr sollt es trotzdem gleich finden können. Ich lasse die Tür unverschlossen. Das ging jetzt einfach, ne? Wunderschön. So, nämlich ist hier eine Kiste mit Zirkonium. Wunderbar. Dann können wir uns ja in dem Part schon aufmachen in Richtung des Mana-Blattkrauts. Dafür müssen wir nämlich in die Elfenstadt, nach Heimdall. Und ja, weil das Mana-Fragment, wissen wir ja, gibt's in Terris. Was habe ich mit meiner Aussprache heute? In Deris Karlan. Das wollen wir uns ja für den Schluss aufheben. Dann machen wir uns auf in Richtung des Ymirwaldes. Der ist nämlich auf dem neuen Kontinent. Ach doch, da waren wir schon mal, ne? Da waren wir schon mal für die Mine. Aber hier ist auf jeden Fall die Stadt der Elfen hier. Die steht quasi oben drüber, kann ich aber leider nicht landen. Denn dafür muss ich in den Wald und ich suche gerade den Eingang. Ist der hier? Wo ist der Eingang? Ah, hier. Ymirwald. Auf geht's. Das wird ein Spaß. Ja, keine Frage. Heimdall liegt vor uns. Ich erinnere mich wieder. Mein Vater liegt da, nachdem ich geboren wurde. Okay, lasst uns gehen. Yay. Wir sind da. Ach, ein weiter Weg. Heimdall. Das Dorf, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Ich bin einer, in dem nur reinblütig Elfen leben dürfen. Professor, warum sehen Sie auf einmal so ängstlich aus? Schon gut, lass uns weitergehen. Okay. Sie hat doch irgendwas zu verbergen. Na, wir werden schon noch erfahren. So, erstmal gibt es hier eine Kiste. Nämlich mit einer Resistenz sieht man ganz da hier, sieht man es aus dem Augenwinkel, die Kiste. Und dann würde ich sagen, wir bekommen erstmal eine andere Mana-Ring-Funktion. Also gut. Ja! Oh, diesmal macht es ein Geräusch. Nichts passiert! Yeah, wie funktioniert das? Die Leuchtsekte sind nur an bestimmten Plätzen Wirkung. Ach so. Ja, dafür müssen wir nämlich hier oben auf dem Baumstumpf drauf. Flupp. Oh, dann müssen wir es aktivieren. Schreck das nach! Hey, du bist ja weich, ey! Nein, ich habe echt gedacht, Schäder käme auf mich zu Gras. Wie viele? Okay, es reicht. Der Ringkanal so. Ja, vielleicht Tierrufe? Anscheinend musst du auf dem Baumstumpf klettern, damit er Wirkung zeigt. Ja, das Gefühl, dass er auf die Blume rennt, nicht auf den Baumstumpf reagiert. Das ist ja eine Irrefunktion. Oh, na gut. Tiere zu rufen macht Spaß. Ja, mal sehen, wie lange das noch sagt. Ja, wir können nämlich Tiere rufen und das wird relativ interessant. So, hier ist übrigens eine Kiste. Wenn wir mit einer großen Kraft dagegen schlagen, geht sie vielleicht auf. Ja, dafür müssen wir nämlich
ein Schweinchen in den Tod schicken, nur damit wir eine Kiste öffnen können. Ich mein, warum nicht? Wusch. Und jetzt hat's Klick gemacht und wir können die Kiste öffnen. Mit einem Sonnenpanzer drin. Schön. Resistenz gegen Feuer und Licht. Wunderbarst. Und hier gibt's natürlich neue Gegner. Wir wissen's ja alle, ne? Das heißt ganz viel Scannen. Oh, endlich mal wieder kämpfen, nachdem ich im letzten Part nur Gespräche hatte. Das war, also... Wow. Endless Infliction. Red. Das habe ich eigentlich auch unten. Achso, Fire Infliction, genau. Habe ich auch irgendwo Eternal Damnation? Ja, auf B. Alles klar. Da-da-da. Eternal Damnation. Da-da-da. Übrigens, wenn man die großen Gegner hier als erstes tötet, dann versuchen die Kleinen zu entkommen. Ist ganz nett. Will ich euch mal kurz zeigen. Ich glaube, der eine ist schon geflüchtet, ne? Ja, du schießt mich in die Heilung, warum nicht? Und dann stirbst du halt. So. Wir bekommen Milch. Ist ja wunderschön. Gab's hier? Ja, hier hinten gab's auch eine Kiste. Mit dem Gladius. Übrigens lateinisch heißt Schwert. Du musst am Rand erwähnt. So, das bringt mir nichts, da hoch zu klettern. Und der Dungeon hier war ein bisschen lang, also es könnte wahrscheinlich 2 Parts dauern. Würde mich nicht wundern. So, die Schweine möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt nochmal machen, habe ich gerade gesagt. Dann halt nochmal. Zack und au. Dam, da, 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 da. Echt eine schöne Kombination, ne? Zack, zack. Rising Punishment. Natürlich haut er mitten drin ab. Und Leute, du stirbst fast, ja? Machst du wunderschön. Boom, in der Luft gekillt. Aber es war schön. So, Zelos einmal heilen, bitte. Finde ich ganz toll. Dankeschön. So, dann gehe ich erstmal hier hin. Weil hier muss ich nämlich den Stein mal anknacksen. Für später. Aber das hat momentan noch nichts zu bedeuten. Wie gesagt, alles erst später. So, ich überlege gerade, wo ich überhaupt hin muss. Genau, hier musste ich hin. Genau, das ist richtig. Was ist denn ein rundes blaues Ding? Ein rundes blaues Ding. So, hier haben wir ein Macht des Kristalls. Das sind Beinschienen für Riegel. Und dann benutzen wir den Baumstumpf hier mal. Bumm. Flop. So, was haben wir denn hier? Was ist denn da runtergefallen? Blauer Samen gefunden. Ein blauer Samen. Mal sehen, ob wir eine Stelle finden, wo wir ihn aussehen können. Was auch immer eine Blume wachsen wird. Lasst euch überraschen. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder ganz am Anfang des Dungeons zurück und müssen den Samen einpflanzen. Und dann wird was passieren. Wer hätte das nur erwartet? Nämlich hier können wir einen Samen einpflanzen. Und dann wachsen nämlich auf den Seerosenblättern hier auch Blümchen, die wir benutzen können. Hört mal, da, eine blaue Blume. Ich bin sicher, davon gibt es noch mehr. Sonst gehe ich aber mal da hoch, glaube ich, und mach den Gegner hier erstmal. Oh Gott, ganz viele neue Gegner. Okay. Hallo, Sturmklaue. Das ist ein interessanter Name. So, und dann die Dodo. Nein, kein Dodo, sondern ein Dodo. Und dann noch das
Schwein. Das Schwein hatte ich schon. Moment. Das brauche ich nicht nochmal. Nochmal. Jetzt, Mann! Sehr greif richtig an. Danke. Hat Brasier eigentlich einen Smaragdring dran? Nö. Wer hat eigentlich den Smaragdring? Den bräuchte eigentlich wirklich Brasier, ne, wenn ich ehrlich bin. Zack und Rising Punishment. Das natürlich werde ab. Der ekelhafte. Stopp. Das Abwehr. Schwupp, schwupp. Ja, wer halt alles ab. Hast schon recht? Mann. Wumm. Da. So, mein Mana ist fast leer. Warum? So, wer hat den Smaragdring? Das möchte mich jetzt echt mal interessieren. Warum hat die ein Colette? Ich krieg Colette nicht. Ich glaube, es hackt. Smaragdring. Warum auch immer? Wieso habe ich Colette den Smaragdring gegeben? Das gibt ja überhaupt keinen Sinn. Egal. Uiuiuiui, hab ich die Wespen schon? Ich glaube, die Wespen kann ich noch nicht mal, ja? La, 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 natürlich bist du vergiftet. Neubaum lässt dich vergiften. Oh, sie hat Purify gelernt. Schön. Sehr gut. So, Rising, okay. Ups. Wie ist das jetzt passiert? Hatte ich so wenig Leben, ja? Ich hab nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ja, Genis, das ist der beste Zauber, den du hättest machen können. Wow! Komm ich jetzt eigentlich mal dazu, Z zu drücken? Danke! Was? Jetzt habe ich so lange gewartet, dass ich es verzaubert habe. Ich sterbe hier fast, ne? Das ist nicht schön. Ich sterbe schon wieder ab. Was zum Teufel? Wieso ist Rain tot? So, Rain, du castest jetzt bitte mal was Ordentliches. Oh, diese Viecher, ne? Die nerven mich gerade ein bisschen. Nervt mich, ihr Kackviecher. Ah! Okay, Lloyd stirbt. Ines, schaffst du Lloyd zu heilen? Ja, schafft er. Genis, Wundermittel. Oh mein Gott, sind diese Viecher nervig. Das ist ja grausam. Dam. Was macht diese Biene denn? Die hat sich aufgeglitscht. Ja, kaum sage ich's. Oh, sie heilt zweimal. Das ist ja toll. Danke. Wieso treffe ich den Gegner nicht? Was geht denn bitte ab? Ah! Wer von Bienen verarscht? Oh mein Gott. So, gibst du jetzt mal Ruhe, bitte. Dummes Bienenvieh. Wespen, was auch immer. Alles das Gleiche. Nein, eigentlich nicht. Vollkommen anders, aber gut. Ah, das war jetzt echt uncool, der Kampf. So, gib mir mal Orangengel. Ist mir total egal. So, ich überlege gerade, wo ich jetzt eigentlich was machen muss. War das hier? Ich glaube, das war hier. Denn auf den Rosenblättern können wir kleine Fischchen herbeirufen, die für uns immer Sachen erledigen. Und da seht ihr, wir kriegen eine Kiste. Und die werden wir jetzt auch gleich mal holen. Das war falsch. Jetzt werdet ihr euch ja bestimmt fragen, warum ich eigentlich den ganzen Spaß hier mache. Wenn ich doch einfach durchrennen könnte. Dafür spreche ich gleich mit dem Kind da hinten. So, das kriegt sie. Shena kriegt das andere. Genau, die Haarnadel. Wunderbar. Alles klar. Denn in der Kiste ist ein weißer Samen. Also wieder eine neue Samenart, die wir einpflanzen können. Hallo, würdest du uns bitte vorbeilassen? Nein. Hä? Warum nicht?
Aber es hat sich vorbeilassen. Was ist denn los? Wenn du uns nichts sagst, wissen wir nicht, woran wir sind. Darum wollte ich wütend machen, Kind, oder? Hör auf, ihr Kapitel! Hör Angst! Was ist denn? Ist hier irgendwas nicht in Ordnung? Möchtest du uns nicht erzählen, was los ist? Mami ist... Hä? Mami ist krank und ich brauche die Imbeerfrucht, die in diesem Wald wächst, um Mami zu heilen. Aber im Wald gibt es Monster. Okay, verstanden. Dann werden wir dir die Imbeerfrucht holen. Ist uns dann vorbei? Ihr werdet sie wirklich für mich holen? Zwerge, rede mal. Flügen ist der erste Schritt zum Diebstahl. Ich lüge nicht. Das ist mein Lotto. Achso. Du meinst Motto, Doofnapp. Ach was, also, wir holen dir die Frucht. Du wartest hier. Okay. Und wo im Wald soll sie sein? Also, ich weiß nicht viel darüber. Nur... Also, und wie sollen wir sie dann finden? Mami sagt, in meinen Schwierigkeiten ist, werden die Schmetterlinge des Waldes einhelfen. Dann sagt die Schmetterlinge dieses Waldringen auf die Herzen der Lebewesen. Wenn wir in sich Schwierigkeiten sind, sollten wir auch schon nach den Schmetterlingen halten. Okay, du wartest hier auf uns. Ja, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich erstmal den heutigen Part, denn das war's mal wieder für heute und man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute!